Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch eine richtig leckere Erdbeertorte. Diese ist ganz einfach in der Herstellung und das kann wirklich jeder. Den Biskuitboden, den hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Den werde ich außerdem noch in meiner Infobox verlinken, damit ihr immer wieder darauf zugreifen könnt. Ich komme jetzt zu den Zutaten. Und hier seht ihr die Zutaten, welche wir für unseren leckeren Kuchen benötigen. Ich habe hier für den Teig 160 Gramm Weizenmehl sowie 160 Gramm Zucker, 3 Eier, eine Packung Vanillinzucker, eine halbe Packung Backpulver. Bei mir ist jetzt Safran mit untergemischt, das müsst ihr nicht haben, ihr könnt ganz normalen Backpulver verwenden. Außerdem 5 Esslöffel heißes Wasser. Für die Füllung brauchst du 200 ml frische Schlagsahne, diese sollte am besten aus dem Kühlschrank kommen, außerdem 5 Esslöffel Zucker, 300 Gramm Frischkäse und eine Packung Sahnesteif. Sobald ich den Belag dann fertig angerührt habe, nehme ich mir 500 Gramm frische Erdbeeren, diese habe ich gestern auf dem Feld gepflückt, und eine Packung Tortenguss in Rot. Nun beginne ich mit dem Teig. Und dafür nehme ich mir alle Zutaten und gebe diese in eine Rührschüssel und verrühre alles für ca. 2-3 Minuten. Ich beginne mit den flüssigen Zutaten. Die Eier sind in der Rührschüssel. Nun gebe ich das heiße Wasser hinzu und außerdem den Zucker. Und das darf jetzt alles kurz verrührt werden für ca. 1 Minute. Wenn sich oben drüber Bläschen gebildet haben, gebe ich das Vanillinzucker hinzu. Außerdem Mehl und die halbe Packung Backpulver. Und jetzt darf alles nochmal für eine Minute verrührt werden, bis es eine homogene Masse ist. Der Teig ist nun fertig, so sieht er jetzt fertig aus. Bei wem der Teig zu dickflüssig bzw. zu fest ist, der gibt bitte noch 1-2 Esslöffel heißes Wasser hinzu, weil die Eiergrößen ja nicht immer exakt dieselben sind. Bei manchen sind die größer, bei manchen kleiner. Deswegen lege ich euch das ans Herz. Gebt einfach 1-2 Esslöffel heißes Wasser hinzu. Dann kann nichts schief gehen. Nun kommt der Teig in meine 26er Springform. Diese habe ich bereits mit einem Backpapier ausgekleidet und die Ränder eingefettet. Und jetzt darf der Teig in den Ofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze auf unterster Schiene für ca. 20-25 Minuten. Macht aber unbedingt nochmal die Stäbchenprobe. Ich zeige euch dann gleich, wie der Teig fertig aussieht. Falls ich es vergessen habe zu erwähnen, der Backofen muss nicht vorgeheizt sein. In der Zwischenzeit bereite ich die Creme zu. Und zwar nehme ich mir dafür die Schlagsahne und gebe diese in die Schüssel. Außerdem Sahne steif und schlage diese steif auf. Die Schlagsahne ist geschlagen. Nun gebe ich dazu den restlichen Zucker und außerdem den Frischkäse und hebe alles vorsichtig unter. Wenn alles eine einheitliche Masse geworden ist, stelle ich das zum Kühlen in den Kühlschrank, bis der Kuchenboden dann im Anschluss abgekühlt ist. Und so sieht der Kuchen jetzt fertig gebacken aus. Der ist richtig toll. Die Ränder haben sich auch schon von selbst gelöst. So soll er auch aussehen. Der war für 25 Minuten in dem Ofen und für die letzten 5 Minuten hatte ich ein Backpapier drüber gegeben, damit er oben nicht zu braun wird. Jetzt darf der vor sich hin abkühlen bei Zimmertemperatur. Mein Kuchenboden ist jetzt vollständig abgekühlt. Ich habe diesen jetzt auf einen Kuchenteller gegeben und gebe darum jetzt meinen Tortenring. Und dann gebe ich auch schon direkt die gekühlte Creme drüber. Die Creme ist etwas fester geworden im Kühlschrank. Diese hatte ich gut abgedeckt. Und jetzt verteile ich diese mit Hilfe eines Löffels obendrauf. Das habe ich jetzt gemacht und nun nehme ich mir die Erdbeeren. Das Grün habe ich von den Erdbeeren schon entfernt und jetzt gebe ich diese einfach kreuz und quer oben drauf.
Und da ist das ganz egal, ob ihr diese würfelt oder ob ihr die nur halbiert, so wie bei mir. Das ist euch überlassen. So sieht das jetzt bei mir fertig aus. Wer möchte, kann auch jetzt den Tortenguss zubereiten und einfach oben drüber geben. Das mache ich jetzt, glaube ich, nicht, weil mein Besuch ist schon da. Ich werde den Kuchen so servieren, der ist auch schon direkt verzehrfertig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen meines Videos. Hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar oder auch einen Daumen nach oben. Ich sage jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal.